Karl Schlössel, ich grüße dich. Monokok, das große Thema der Caravansalon in Düsseldorf. Hi. Hi, wie geht's? Alles gut? Alles gut, ja. Wir kommen aus Kanada zurück, ja. Und den ersten, den wir natürlich besuchen, ja, im Caravansalon, bist du mit dem Kompakt 595. Das ist so ein Traum von dir gewesen, immer einen Monokok zu haben. Jetzt hast du gleich zwei Stück. Ja, ich habe da ja schon ein bisschen was davon immer wieder erzählt. Und jetzt sind wir eigentlich endlich so weit, dass wir mal richtig zeigen können. Ist ja wirklich ein Traum geworden. Kommt ja richtig gut an. Und natürlich bist du mit der Erste, der das sehen kann und darf. Du hast mir schon ein Video geschickt, das haben wir auch schon veröffentlicht. Da haben wir mal ein Experiment gemacht mit deinem iPhone, hast du ein Video gedreht. Ist natürlich nicht so professionell wie meins. Aber man muss sagen, die Leute haben es geliebt, haben es oft geguckt. Wie oft wurde es denn geguckt? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also oft, glaube ich, ja. Also Monocoque heißt glasfaserverstärkter Kunststoff, aber in einer anderen Bauweise. Nicht auf irgendwie eine Holzlatte aufgetragen oder in einem Sandwich, sondern in eine Form reinlaminiert. Das ist so höchste Baukunst, die es gibt. Absolut. Es wird als erstes eine Negativform gebaut. Das ist einmal mit das teuerste am ganzen Bausystem. Man muss sich immer vorstellen, das ist wie ein Ei. Wir bauen von innen nach außen. Dann wird das Ganze laminiert, dieses Ei. Dann haben wir letztendlich diese grobe Form, also des Fahrzeugs. Dann wird die geschliffen, poliert, damit man dieses komplette Ei, nennt man mal Monocoque, hat. Der große Vorteil ist natürlich, es gibt keine Kältebrücken, Wärmebrücken. Eiseinguss, oder? Alles Einguss, Einguss. Und dann wird das Ganze aufs Fahrgestell gestellt, auch auf eine GFK-Platte, die ähnlich gezogen wird und wird letztendlich verschweißt und verschraubt. Dann haben wir eine geschlossene Eiform letztendlich. Und dann kommt das Komplizierte am Monocoque. Er muss ausgebaut werden. Das heißt, wir bauen von innen nach außen. Alles muss durch die Tür letztendlich und durch die Fenster gebracht werden, was natürlich ein immenser, immenser Aufwand ist zur herkömmlichen Bauweise. Auch von der gesamten Verschraubung, Vernetzung. Mach mir mal einen Gefallen, nimm mal gerade den Ständer da weg. Weil das ist so schön, wenn der Ständer davor ist. Ich liebe auch diesen Ständer, der ist ganz toll, der Ständer. Der ist super, ich zeige ihn mal gerade. Aber wenn er weg ist, ist es auch gut. Denn das Auto hier, warte, ich muss gerade mal draufholen, dass wir das mal sehen. Dieses Auto hier ist funktionsfähig, darf gefahren werden ohne Möbel. Darf gefahren werden ohne Möbel, du könntest ihn auch theoretisch leer fahren. Könntest ihn leer fahren, die Möbel sind nicht Teil der Struktur des Fahrzeuges, der würde von ganz alleine stehen. Der würde komplett alleine stehen, der Monocoque steht komplett alleine. Du könntest auch einen Postwagen draus bauen, was auch immer, Müllfahrzeug, Krankentransporter. Das ist im Prinzip ein eigenständiges, komplettes Gehäuse. Das Geniale dabei ist, komm mal zu mir bitte, Karl, dass wir das mal sehen. Du kannst ohne jegliche Zubehörlieferanten, ohne spezielle Automotive-Lieferanten, von denen du ja immer abhängig bist. Also fangen wir mal an bei der Stoßstange. Das ist keine zugekaufte Stoßstange, das ist Teil des Monocoques. Das ist Teil des Monocoques, auch unten der Diffuser, der ist nur anders lackiert. Es ist alles in dieser Form drin, in dieser Negativform und wird aus einem Guss gemacht. Schiffsbau. Das ist absoluter Schiffsbau oder Formel 1. Formel 1. Hier sieht man auch die Integration dieser Tür, die ist so. Eigentlich sowas kann man nicht kaufen. Das ist nur in Handarbeit möglich. Das ist nur in Handarbeit möglich. Die ist schon mal offen. Normal ist es eine Zentralverriegelung. Jetzt haben wir hier natürlich eine Besonderheit. Wir haben hier eine Hecksitzgruppe, deswegen auch weniger Garage. Aber du siehst auch hier die Dicke der Türen und die Dicke des ganzen Monocoque-Aufbaus ist natürlich hier speziell schon komplett anders gemacht. Sprechen wir mal, ich zeige mal ganz kurz, wenn wir dabei sind schon, dann halten wir mal hier rein. Also das ist der Stauraum. Sprechen wir mal über das Thema, ist Gaskasten? Ja. Gaskasten, also der ist hier mit drin. Sprechen wir mal über das Thema Sicherheit. Also ich zeige mal allein diese Scharniere hier. Die haben ja nicht den Grund, weil du irgendwie Fanatiker bist, sexy Scharniere da reinzumachen, sondern dieses Monocoque wiegt ja ein bisschen was. Ja klar, die Tür wiegt ungefähr das Dreifache, was normal eine Tür wiegt. Und wir wollen damit natürlich auch zeigen, ein bisschen, wie stabil Monocoque, wie die gesamte Bauweise ist. Deswegen natürlich auch andere Scharniere. Jeder kennt das Problem auch mit Scharnierchen. Mal sind sie schief, mal sind sie gerade.
Und das ist natürlich Teil des Monocoque-Konzepts. So, das Ganze wiegt ein bisschen was. Macht die Tür mal bitte zu, dass wir mal einfach mal hören, wie die klingt beim Schließen. Ja, also das... Speziell für die... Das könnt ihr ja öfters machen, kein Problem. Nee, ist gut, ist gut. Also jetzt, schön ist auch beim Monocoque, wo hast du denn schon mal einen teilintegrierten unter 6 Meter mit einer Vollintegration der Markise, die im GFK-Monocoque hängt? Das gibt's normal nicht. Also ich kenne im Moment nach langen Überlegen kein einziges Fahrzeug. Kennst du eins? Nee, ich kann auch eins. Ja, das ist natürlich eine tolle Idee. Es gab früher mal einen Hersteller vor ungefähr 25 Jahren, die auch Monocoques gebaut haben. Aber das ist natürlich eine tolle Geschichte. Kein Problem mit der Markise, kein Schmutz, keine schwarzen Streifen, all diese Geschichtchen. Und optisch natürlich auch viel besser. Sieht natürlich schon super elegant aus. Ja, da wir irgendwann mal sowieso alle auf dem Grund des Ozeans sein werden, laut Meteorologen, in ein paar Millionen Jahren, hast du ihn auch gleich Atlantis genannt. Natürlich, wir haben den Atlantis genannt und wir können auch umdrehen, dann schwimmt er. Das ist kein Witz, wenn man also nicht die Löcher rein... würde er schwimmen. Er würde auch schwimmen. Ich gehe davon aus, dass er schwimmen würde. Ich meine, ich müsste jetzt nicht testen heute oder morgen, aber keine Löcher und dann müsste er eigentlich richtig gut schwimmen. Es ist dachbegehbar. Dach ist begehbar, bis 150 Kilo, schon von Haus aus freigegeben. Man könnte auch Partys oben feiern, was auch immer. Hier auch wieder die dicken Scharniere. Und da sieht man natürlich auch wieder die Tür, die besonders dick ist. Das Konzept ist einzigartig. Du hast ein Konzept entwickelt, das auch hätte von mir sein können. Ich habe tausende von Wohnmobil-Videos gedreht und dieses Konzept hier ist das beste Konzept auf 6 Meter, was ich je gesehen habe. Und ich würde, wenn ich einen zeichnen würde, nämlich genau dieses Konzept zeichnen. Der Stefan vom Bimobil hat so eins gebaut, nicht auf Monocoque. Der hat einen kurzen Mercedes Sprinter gebaut mit einem Hubbett und einer Rundsitzgruppe. Und die Leute, wir können das ja mal zeigen, aber vorab zeigen wir mal nochmal diese Tür. Das ist das gleiche in grün, das ist auch eine Monocoque-Tür. Das ist eine Monocoque-Tür. Auch wenn man die jetzt zumacht oder mal sieht, gleiche Effekt. Und mit Zentralverriegelung wieder zu öffnen. Mit Zentralverriegelung. So, mach nochmal zu bitte. Ich will mal... Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, du kennst ja die Werbung jetzt auch mit den Türen immer so mit... Das ist natürlich, wo Qualität drüber kommt. Ich kenne ja eine GFK-Tür, ich habe ja selber eine im Concorde. Also das ist ja diese... oh Gott, wie heißt sie noch? Ich habe es tausendmal gesagt, aber ich werde es ja gleich nochmal machen. Rein Composite-Tür, die ist aus GFK komplett und das wiegt natürlich ein bisschen was. Und die siehst du auch mal, wie stabil das Ganze ist. Jetzt kommt's, aber nochmal, bevor wir reingehen zum Thema Sicherheit. Dieses Fahrzeug hier ist tatsächlich stabiler und steifer als ein Kastenwagen, als ein Stahlgestell. Ihr habt Unfälle, hast du mir mal gezeigt, mit Monocoque-Fahrzeugen, da fahren die hinten drauf. Es kann unglaublich viel Energie aufnehmen, Monocoque. Es kann sich verformen, es kann sogar repariert werden. Es kann repariert werden bis zum bestimmten Punkt natürlich. Und natürlich der Sicherheitsfaktor jetzt verglichen mit einem, darf man ja normalerweise nicht sagen, herkömmlichen Wohnmobil ist natürlich 80-fach fast höher. Weil der Monocoque natürlich nachgibt, sich nicht so verformt. Die Möbel bleiben zum größten Teil am gleichen Ort. Und da gibt es ja so ein berühmtes Video von einem anderen Hersteller, wo ein LKW mit 80 drauf ist. Die Leute ohne Probleme ausgestiegen. Der Monocoque war ganz, der Fiat war zusammengeschoben, aber sonst keine Probleme. Also diese Bilder auf der Autobahn, Feuerwehr, Auffahrunfall, Wohnmobil auf 200 Meter wie ein Flugzeugabsturz verteilt, das gibt's hier nicht. Das gibt's bei den Monocoques nicht. Das gut, es hat seine Grenzen. Wenn du natürlich zwischen zwei 40-Tonner gerätst, dann hast du vielleicht bessere Chancen. Schön ist das natürlich auch nicht. Ihr habt Folgendes gemacht. Ihr habt gesagt, wenn wir das schon ausbauen, dann machen wir alles anders. Das heißt, wir machen es mehr... Schiffsbau, kann man schon sagen. Also in der Qualität Schiffsbau, wir machen es weniger in der Qualität Camping, sondern das Ganze soll eigentlich dafür da sein, dass eigentlich man es umbauen müsste, wenn das Basisfahrzeug irgendwann mal kaputt gehen sollte. Der Monocoque wird es wahrscheinlich überleben. Der Monocoque wird es mit Sicherheit überleben und wir haben dann auch versucht, hier mal andere Grundrisse zu verwirklichen.
weil alle bauen ja immer das Gleiche. Und wir sind ein bisschen Richtung Schiffsbau schon gegangen. Du siehst das an der großen Sitzecke hier, die ja schon wirklich mächtig was hermacht. Und das bei unter 6 Meter ist das natürlich schon richtig eine große Geschichte. Mach mal die Tür bitte zu. So, und dann werden wir jetzt gleich mal, wenn wir unser blaues Wunder erleben, die Tür ist noch geschlossen. Was natürlich krass ist, Karl, die Tür wiegt was. Was natürlich super ist, jetzt sind hier noch ein paar Fenster offen, die da sind, aber die können wir auch ruhig mal offen lassen. Die Schallisolierung ist extrem. Ja, das ist absolut extrem. Es ist absolut hier schalldicht herin im Fahrzeug. Jetzt sind hier vorne noch die Fenster offen. Also man kann hier wesentlich leiser sprechen. Und also die Isolierung ist schon extrem. Wir waren jetzt in einer Kältekammer, haben uns da mal ein bisschen gespielt. Und da waren wir doch schon bei minus 28 Grad und einer Innentemperatur von 22 Grad. So, du hast jetzt eine U-Sitzgruppe, die ist ein bisschen schmaler als in meinem aktuellen Concorde. Der, ja, nee, ich habe ja. Was ist dein Concorde? Erzähl doch mal. Der hat 8,40 Meter. Ist allerdings ein Allrad, auch dazu sagen, aber das hat mit der Länge ja nichts zu tun. 8,40 Meter Breite sind 2,40 Meter, der hier ist wahrscheinlich nur 2,20. Richtig. 2,20 plus minus. Und was, wie ist ungefähr der Preis von dem? Kostet 100? Um die 120. Um die 120, so. Und meiner kostet, glaube ich, Liste 300 irgendwas. Also das ist, kann man nicht vergleichen, aber der Innenraumplatz ist natürlich beim Alkoven schon üppig mit der Rundsitzgruppe. Das Einzige, was ich mehr habe, ist dieses Fenster an der Stelle. Dafür ist das Fenster aber hier, das ist ganz okay. Also damit kann ich jetzt leben. Ich habe aber dieses Fenster hier und ich habe dieses Fenster hier. Das kann man sehr schön sehen bei der Rundsitzgruppe. Und ich muss aber sagen, hier kannst du locker mit 6 Personen. Ja, da kannst du hier richtig Party feiern, Herren. Also es ist richtig Platz. Vor allem, wir haben hier diese Schrankwand untergebracht. Auch so Ideen wie hier. Normalerweise gehört die Kaffeemaschine hin. Weil jeder hat immer das Problem, wohin mit dem Kaffee in der Früh. Also wir haben viele Fächer untergebracht. Die Schrankwand speziell mal hier. An die Wand, auf diese Seite, passt bis zu 32 Zoll Bildschirme. Auch das Bett ist etwas größer, was über uns hängt. Wir haben viele Stauräume untergebracht. Also wirklich... Das ist natürlich der Vorführeffekt. Das ist der Messebetrieb, Karl. Yes, yes. So, war nicht draufgeschraubt, den kannst du reinschrauben. So, zeigen wir gerade mal hier vorne drin. Karl, nochmal vielleicht mal das Konzept. Es sind Leute, die teilintegrierte Fahrzeuge haben möchten, die extrem sicherheitsbewusst sind. Die, ich meine, es geht ja um das Thema Fahrsicherheit. Also wenn hier irgendwas passiert beim normalen Auffahrunfall, passiert nichts. Die wollen maximale Ausnutzung eines Raums haben. Eine Rundsitzgruppe auf 6 Metern mit einem Riesenbett, das werden wir gleich sehen. Ein Bett, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Mit ganz vielen Funktionen, wo du an Schränke rankommst, wenn das Bett geschlossen ist und so weiter. Das kannst du eigentlich mit Standard-Sandwich-Bauweise nicht hinkriegen, oder? Nein, also in der Größenordnung und der Qualitätsstufe im Moment keine Chance. Du weißt, wir machen 12 Fabrikate, aber da sind wir hier schon ziemlich einzigartig. Die offene Blickachse von vorn nach hinten auf der Seite, also du kannst komplett durchgucken, weil du die Seite natürlich bewusst offen gehalten hast. Kompressorkühlschrank mit drin. Dann hast du hier, allein hier, dass du hier Fernsehen gucken kannst, komplett auf diesen 32 Zöller draufschauen würdest, die Beine hier lang machen kannst. Also ich zeige das mal gerade. Du hast richtig viel. Kannst du hier unten auch noch ein Bett machen eigentlich, theoretisch? Du könntest theoretisch den Tisch absenken und das ist in Zukunft auch geplant, dass du hier nochmal ein Bett machst. Dann könntest du zu viert hier natürlich übernächtigen. Kannst aber nur zu zweit fahren. Also das ist, muss man auch dazu sagen, aber es gibt ja auch schon mal Momente, da kommt der eine mit dem Auto vielleicht noch an, der will vielleicht auch mal mit schlafen oder einer schnarcht oder was weiß ich auch immer. Also könnte man machen, aber es ist per se ein Zwei-Personen-Grundriss. Im Moment ist er geplant, das Zwei-Personen-Fahrzeug. Wir arbeiten an Homologation, dass wir hinten nochmal 2 Sitzplätze reinbekommen. Also ich denke, ab Februar, März wird das auch möglich sein. Der Monocoque wiegt ein bisschen was. Kommen wir unter 3,5 Tonnen? Wir sind unter 3,5 Tonnen. So wie er jetzt im Moment dasteht, liegen wir bei 3,150. Mhm. Im fahrfertigen Zustand, das ist gar nicht schlecht. Ich sage jetzt mal, natürlich die Möglichkeit durchs Alco-Chassis. Wir können jederzeit auf 4,4 oder auch die neue Norm 4,25 Tonnen.
Auflasten auf 3,58 auch kein Thema. Also alles eigentlich in der Richtung gewichtsmäßig möglich. Kannst du direkt das große Chassis mitbestellen, dass du nur eine Papierauflastung machen kannst? Das ist kein Thema. Das geht. Okay. Ist unter der Sitzbank noch, hier unter der Sitzbank ist ja wahrscheinlich die Garage, die wir haben. Die Garage und dann haben wir hier noch einen kleinen Wassertank drunter mit 100 Liter. Also 100 Liter Abwasser, 100 Liter Frischwasser. Und dann kommt der eigentliche Clou des Fahrzeugs noch. Erzähl mal. Wir haben natürlich auf Wunsch eine Fußbodenheizung elektrisch. Die ist möglich mit 220 Volt. Kennen wir ja aus anderen Geschichten. Und es gibt ab Dezember ein Aluminium-Wabensystem für den Boden. Das ist wie, kommt aus dem Flugzeugbau, sieht aus wie Bienenwaben, richtig schön gestrickt. Dazwischen geht die alte Warmwasserheizung durch. Und wir beheizen den kompletten Boden, alte Warmwasser. Und wir haben weniger Gewicht natürlich durch diesen Aluboden. Viele Besonderheiten. Er ist natürlich stabil, passt perfekt zum Monocoque. Gab es bis jetzt in dieser Art Bauweise noch nicht, bei keinem Hersteller. Und hat natürlich viele Möglichkeiten, den Boden auch zu kühlen oder zu heizen. Wir müssen jetzt mal an die heißere Zeit denken. Es wird die Möglichkeit geben, auch den Boden zu kühlen über die Klimaanlage. Mhm. Das ist natürlich ein ganz toller Aspekt. Jeder kennt die Temperaturen der letzten Wochen. Mal 13 Grad, man fröstelt sich zu Tode und auf der anderen Seite hast du plötzlich fast 40 Grad. Also wir werden den Boden kühl und beheizbar machen. Komm, wir schauen uns mal die Küche an. Also hier hast du gleich noch ein... Es ist ein Wohnraumkonzept, das ganz viel Platz und Wert gelegt hat, das habe ich in deinem Video gesehen, auf das Thema Wohnraum. Das heißt, du kannst dich hier frei bewegen auf 6 Meter, hast eine Rundsitzgruppe. Die Rundsitzgruppe ist den Leuten unglaublich wichtig. Kannst mal ein Nickerchen machen. Ja, du kannst dich also mal bequem hinlegen. Kein Thema, auch selbst bei meiner Größe. Überhaupt kein Problem. Also ist wirklich viel Platz. Und man muss auch sagen, die Polster sind richtig gut. Gibt es natürlich in andere Farben. Wer nicht schwarz will, gibt es beige, gibt es braun, was auch immer. Aber die sind halt auch wertig gemacht. Man hat also wirklich versucht, hier die Materialien dementsprechend auch. Das ist der erste Prototyp, muss man fairerweise sagen. Also das ist die Nullseriennummer, die Form wurde ja gebaut, die du dir da dafür hast. Das hast du mir schon gesagt, das ist das ein oder andere, aber ich kann im Moment nichts finden. Ich finde es gut. Darf ich in den Schrank mal reinschauen? Na klar. Ja, Monocoque wird meistens in Ländern gebaut, die sehr gut mit Schiffstechnik umgehen können. Das könnte Deutschland sein, Italien, meistens die südlichen Länder, die das sehr gut können. Die Firma, mit der du zusammenarbeitest, haben die Erfahrung da im Monocoque-Bau? Sagen wir mal so, die Firma, um die Geschichte ein bisschen anzugreifen, kommt aus einer anderen Firma raus, die Mitarbeiter. Die haben ein anderes Unternehmen verlassen. Haben sich dann selbstständig gemacht. Dahinter steht eine große Investmentgesellschaft aus Italien, die Hochindustrieprodukte baut. Also steckt auch richtig Geld und muss man natürlich haben Geld, um sowas zu entwickeln und zu bauen. Die Formen kosten Vermögen, oder? Die Formen kosten ein Vermögen. Da geht die nackte Form teilweise um 500.000, die Negativform. Die ersten und dann kann man natürlich nur eine bestimmte Stückzeit raus gießen. Habe ich gehört, die Formen überleben das nicht immer, oder? Die werden ja rausgesehen. Ja, bei 150 ist meistens Schluss. Brauchst du eine neue Form? Da brauchst du eine neue Form oder eine neue Teilform oder du musst sie komplett überarbeiten und so weiter und so fort. Ist immer sehr kostspielig und natürlich auch die Bauzeit von einem Monocoque ist wesentlich länger als wie von einem herkömmlichen Wohnmobil, teilweise ums 6- bis 7-fache. Das Highlight sehen wir aber jetzt. Das Bett, ja, mit einer Bettgröße. Karl, ich bitte dich, fahr's mal runter. Ja, klar doch. Hallo. Elektrisch von Lippert. Das ist doch ein schönes kleines Bettchen, oder? Da haben wir mal richtig Platz. Was haben wir denn ungefähr für ein Bettmaß hier? 1,60? Ja, das ist schon mehr, das ist fast 1,70. Auf gute fast 2 Meter. Boah, das sind mehr wie 2 Meter, ist da. Karl. Wir haben es noch nicht gemessen, wenn ich ehrlich bin, weil das Fahrzeug genau einen Tag vor der Messe angekommen ist. Also ist schon ein richtiger Kavenzmann. Also die Leute waren alle begeistert über die Größe des Betts und der Rundsitzgruppe. Das ist natürlich ideal, gell? Immer das, was man sucht. Es läuft auch direkt von Anfang an von Prototypen. Schon wie auf Schienen. Bitte fahr es nochmal runter. Ich mach's mal gerade. Ich gehe mal gerade von weiter weg, dass wir das mal sehen. Also es läuft wie auf Schienen, geht dann runter und du kannst. Das muss man ja immer sehen.
Hast du die Möglichkeit, das Bett aufzulegen oder bleibt das an der Stelle stehen? Das bleibt auf der Stelle stehen. Bleibt an der Stelle stehen. Wie kommen wir hoch später mit der Leiter? Also mit einem Leiterchen und das war's. Das war's, okay. Oder sportlich. Ist echt ein Tag vorher fertig geworden? Am nachts noch hier um 11 Uhr nachts angekommen, die beiden Prototypen. Läuft ganz ruhig. Siehst du, ganz problemfrei. Da die ja natürlich hier oben das Licht fehlt, habt ihr hier drei große Leuchtbänder eingezogen. Und was auffällt bei mir an der Kamera, sie flackern nicht. Das heißt, keine Pulsweitenmodulation, die irgendwie störend ist. Das funktioniert alles. Ja, das heißt, ich fasse mal zusammen. Rundsitzgruppe. Absenkbarer Tisch haben wir schon drin. Das heißt, hier wird man dann später auch schlafen können. Das ist hier, wie gesagt, ein Prototyp im Moment noch. Riesenbett mit drin. Dann eine Riesenküche mit zwei Flammen Kochfeld und Spüle, ein Kompressorkühlschrank der Marke Schiffsbau übrigens, also kein einfacher Kühlschrank, sondern wer die Marke schon kennt, es muss nicht immer Dometic sein. Den Wasserhahn finde ich zum Beispiel auch immer gigantisch. Ich habe mir die gleich jetzt für zu Hause bestellt ins Bad. Die sind ja total flexibel. Wie funktioniert das in dem Wasserhahn? Guckst du, du kannst einfach dieses Ding in jede Richtung, zum Beispiel geben wir jetzt Gas auf die Kamera, du kannst es überall hin flexibel Wasser leiten. Hm. Dann hast du hier eine eine Kassettentoilette drin. Da könnte man natürlich auch eine Trenntoilette reinmachen oder irgendwas anderes. Geht. Ist möglich, natürlich, kein Thema. So, und großer Spiegel. Hi. Also für einen Prototypen, der funktioniert, seid ihr schon gefahren? Wir sind ein paar Meter gefahren. Vom Fiat her mit Sicherheit kein Thema. Das hieß der allererste, richtig? Das ist der allererste. Allererste 595. Die Nummer 0. Und dann hast du hier eine. Ist die Dusche GFK auch? Die ist GFK. GFK-Dusche. Und die ist so groß, auch die Eingangstür, die ist ja untypisch breit. Also wenn du hier da durchkommst, hast du eine große Schiebetür mit drin, kannst ja, die schließen. Du kennst ja das Thema bei mir. Die Leute werden immer größer oder so wie ich immer breiter. Und dann ist es natürlich praktisch, weil du kannst natürlich auch reingehen. Jeder kennt das Problem hier mit diesen kleinen Türen, wo du so durchtippelst. Du kannst hier richtig in die Dusche gehen. Das ist halt einfach ein bisschen anders, ein bisschen mehr Platz. Magst du mal in die Dusche gehen? Weil die Leute Soll haben... Ich mich ausziehen? Nein. Nee, brauchst du nicht. Aber die Leute haben unser Video geliebt vom... Slapstick. Weißt du noch, wo wir in dem ganz kleinen VW drin waren? Und du also du siehst selbst, ich habe hier Platz zum Duschen. Wäre also hier überhaupt kein Thema. Ich erspare euch das hier ganz herzhaft. Aber wirklich Platz, ganz bequem hier zu duschen. Man kann auch von der Stehhöhe her, das ist ja immer dieses Thema, man hat also wirklich extrem viel Platz. Also es ist ein tolles Konzept, also hier nicht alles zuzubauen mit einer Sitzbank vorne, wo du dich dann da durchorgelst, sondern hier vorne das Fahrerhaus bewusst ein bisschen zu entkoppeln auch, oder? Ja. Das war natürlich bedingt auch dadurch, weil wir natürlich die Dusche hier noch unterbringen wollten und ein bisschen Fahrerhaus vorne zum Relaxen, aber wir haben es ein bisschen so absichtlich schon getrennt. Du wirst aber total entschädigt dadurch, dass es so ein bisschen wie beim Alkoven, du das Fahrerhaus eben nicht mehr siehst. Richtig. Es ist sehr praktisch, es ist eine eigenständige Geschichte. Du kannst vor allem auch, wenn du willst, hier mit einem Thermovorhang arbeiten, wegen der Wintertauglichkeit. Also das ist natürlich schon sehr praktisch. Du bist da weiter weg. Der Fußboden sieht so aus, als ob du hier wilde Sachen drauf machen könntest, also sehr robust. Ja, du kannst Party feiern und drunter gibt es eben dann die zwei Möglichkeiten, entweder normaler GFK-Boden, Aluminiumboden oder beheiztes Ganze. Das neue Truma Bedienpanel drin. Im Moment eine Truma-Heizung, du hast eben schon angesprochen, eine alte. Kommt. Wasser, genau, kommt in dem Moment, wenn wir auch die Aluminium-Waben-Fußböden anbieten. So, hier ist noch ein Schränkchen. Ja, kleines Schränkchen noch. Finde ich immer wichtig, neben dem Eingang für ja. Wichtigsten Sachen, auch Technik hier mit drin. Die Klimaanlage ist kein Problem, sagst du? Ist kein Thema. Unterflur oder Dach? Gut. Lass uns mal rausgehen, dann zeige ich mal so ein kleines bisschen. Kann man Fliegengitter zeigen, das ist auch ein bisschen anders wie bei den meisten anderen. Also die Haushaltsqualität. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, nochmal von vorne, da haben wir es noch gar nicht gezeigt. Sag mal, Karl,
steht im Moment auf dem Fiat Ducato. Da passt es auch hin, keine Frage. Kompaktheit, Gewicht und so weiter und so fort. Könntest du dir vorstellen, mal auf dem Mercedes? Also es ist geplant, auf dem Sprinter zu bauen. Ab Mitte nächstes Jahr wollen wir noch eine längere Version bringen, 744, dann auf dem Sprinter. Aber dieses 5,95, 6 Meter, das sprengt ja schon die Maße. Also so viel Platz in einem 6-Meter-Fahrzeug. Karl, wenn du mal so lieb bist, nimm mal gerade hier die Fahne rüber. Ich muss ihn einmal hier von vorne schießen, dass wir den haben. Da ist er. Boah, dafür, dass es der erste ist, großer Wurf. Ja, wir sind da ganz stolz drauf mit unseren italienischen Kollegen. Es ist ein absoluter Eyecatcher. Kann man nicht sagen. So, kommen wir mal auf das Thema Lieferbarkeit. Also mittlerweile hat sich ja alles ein bisschen entspannt. Die Fahrgestelle können besser geliefert werden. Wie lange muss ich denn warten, wenn ich einen bestelle? Also wir beginnen die Serienproduktion ab Oktober. Und im Moment sind wir lieferzeitenmäßig natürlich noch am Anfang. Ich sage jetzt mal circa 6 Monate. 6 Monate. Würde der den Hauttest überstehen eigentlich? Der würde den Hauttest auch überstehen. Sollen wir machen? Also das ist alles GFK, das ist kein Spielzeug. Ja, es ist kein Spielzeug. Da kannst du diesen hier natürlich auch mit dem Gummihammer machen. Wenn Sie vielleicht auch mal einmal probieren für uns. Wir übernehmen alle Haftung. Wirklich. Doch, kommen Sie ruhig. Kommen Sie ruhig. Nee, es traut sich keiner. Mach nochmal. Also du kannst hier, lass mich reinspielen. Kein Thema. Gummihammer. Auch kein Thema. Ich habe leider keinen da. Okay, hinten auch? Zeig mal. Überall. Weißt du, der Kollege kam. Hast gesehen, der hat schon Angst gehabt. Ja. Kollege, auch komm mal hier. Komm mal hier. Einmal hauen, bitte. Sie auch. Probieren Sie mal hier. Wir übernehmen jegliche Haftung. Nee, fester. Fest. Geht? Richtig. Lass mich rein. Sehe nichts. Sie kennen das Material, was ist? Keine Ahnung. Glasfaserverstärkter Kunststoff durchgehend, okay. Wie beim Schiffsbau. Okay. Ja. Also kann man eigentlich nicht kaputt machen. Ja. Ja. Na, ideal, ne? Mit der Spitzhacke schon, ja. Für die Ewigkeit. Schon, absolut. Weißt du, was cool ist? Alles ist auch aus demselben Material. Das Thema Wärmebrücken, du hast am Anfang erwähnt, die gibt es nicht. Kältebrücken, sowas gibt es hier überhaupt nicht. Du siehst auch, die Form ist halt einfach mal anders gemacht. Es ist was fürs Auge auch anzugucken. Man sieht ein bisschen Schiff, man sieht ein bisschen Yachtbau drin. Das ist halt einfach mal was anderes. Ich finde es so gut, dass es reduziert ist. Weißt du, nicht unnötige Sachen da, irgendwie eine Applikation da, ein Bling-Bling da. Das brauchst du gar nicht. Nein, das wollten wir hier absolut nicht. Wir wollten gute Qualität, fortgesetzte Monocoque nach innen, ein bisschen Schiffsbau. Und jeder, wo das weiß, liebt das. Nicht Bling-Bling macht die ganze Geschichte, sondern das Ding soll halt einfach relativ lange halten. So, wir werden gleich ein anderes Video machen. Du hast gesagt, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir gleich 2. Genau. Da machen wir den großen Bruder noch davon. Das ist der Big Brother. Wir sind auf dem Caravansalon 2023. Der ist 1 Meter länger? Der ist 1 Meter länger, ist 6,95. 6,95, sehen wir gleich. Wenn ich den haben möchte, jetzt gibt es ja im Moment noch einen Prototypen, steht noch nicht beim Händler, wird der in Landsberg am Lech stehen? Der wird in Landsberg am Lech stehen und bei 5 anderen Händlern in Deutschland. Gut. Im Moment, nach der Messe, steht er in Landsberg? Stehen die alle in Landsberg. Da kann ich es mir noch angucken. Ja, sicher, natürlich, auf nach Landsberg. Könnte man auch einen, wenn man das vorher abspricht, einen Probefahrtermin vereinbaren? Auch kein Thema in Landsberg. Geht. Das heißt, der Prototyp fährt auch. Der ist wahrscheinlich auf eigene Achse hergekommen? Die sind auf eigene Achse gekommen und beide werden zugelassen, gehen dann an die Presse aus Testwagen raus. Sehr schön. Karl Schlössel von der Firma La Marca. Wir kennen uns ja schon ein bisschen in Landsberg am Lech. Ein Vielmarkenhändler mit 3 Standorten, glaube ich, in Landsberg am Lech. Und das Ganze, du hast eine eigene Produktion, die heißt La Marca. Die haben die Leute ja schon gefeiert, wo dieser Grundriss in einem Fahrzeug so oder so ähnlich die meisten Aufrufe erzielt hat. Das war ja wirklich so. Ich glaube, der hat jetzt schon 1 Million gesprengt, oder? Der hat gut 1 Million. Tschüss, Karl. Tschüss, bye, bye.